Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beer and Breakfast. Wir wollen in den Laden. Hallo? Ja? Scheiße. So, ich kann mich dabei bewegen, gut. Ipswich. Ipswich! Du wirkst, als ob du kaum eine Ahnung hast, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Ich bin nicht überrascht. Wie bitte? Sag mir, Kind, bist du auf Wildheit gefasst? Flirtest du mit dem Bizarren? Siehst du das Unbekannte an? Ich bin dafür bekannt, ab und zu in die Ferne zu sehen. Nein, dachte ich mir. Du siehst nicht danach aus, Nini. Du hast noch nie einen Schritt in einen Schatten gesetzt, der dunkler war als der deiner Mutter. Wenn du glaubst, diese Lande sind jung, dann bist du grüner als der winzigste Setzling. Es gibt nichts zu befürchten, außer jene, die nichts befürchten. Worüber zum Teufel redest du da? Oh, na schön. Schätze, ich habe Glück, auf etwas mit Taschen zu stoßen. Hast du mich gerade etwas genannt? Deinetwillen hoffe ich, dass sie nicht leer sind. Sag mal, du weißt nicht zufällig irgendwas über all diese Menschen, die hier aus dem Nichts aufgetaucht sind, oder? Da, könnte ich vielleicht eine Hand im Spiel haben? Nun, jetzt kann man sie wohl nicht mehr aufhalten, was? Sobald sie einmal anfangen zurückzukommen, kommen immer mehr. Ich will mich nicht beschweren, das Geschäft lief ziemlich schleppend nach diesem furchtbaren Brand, ne? Ich wusste nicht, dass das Feuer bis hierher kam. Oh, das Feuer war nicht einmal annähernd das Schlimmste, Junge. Die Schreie, die Wut, der Schmerz, als würden die Götter Krieg gegen uns führen. Vielleicht haben sie das ja getan. Jetzt verstehst du es endlich. Wie dem auch sei, du kümmerst dich vielleicht um das Motel, aber hier in der Gegend fehlt es immer noch an Futter. Etwas, wofür das alte Diner gut wäre. Wenn du es wieder auf Vordermann bringen könntest, kommen bestimmt noch mehr Leute vorbei. Okay, wir sollen das Diner reparieren und nicht die Tankstelle. Das wundert mich eigentlich. Ja, gut, dann reparieren wir wohl das Diner, ne? Tonys Werkstatt, willkommen an der A24 Diner. Möchtest du sie reparieren? Jupp. Schritt 1, entferne sämtlichen Schutt und Müll im Gebäude. Das haben wir schon geklärt. Ist das Gebäude frei von Schutt oder Müll? Jupp. Schritt 2, sammle Konstruktionsmaterial, damit das Gebäude repariert werden kann. In diesem Fall Kupferplatten, Porzellanteile und Glasscheiben. Ja. Da wird uns aber nicht mal angesagt, wie viel. Oh, hier wird es uns gesagt, wie viel. Das ist natürlich. Das ist natürlich praktisch. Ich glaube, dafür sollten wir mal schlafen. Dass wir einfach hier auf dem Boden geschlafen haben. Naja, egal. Bling, bling. Oh, ich habe neue Besucheranfragen. Ja, das ist natürlich jetzt ziemlich ungünstig. Ich gehe erstmal nach Schwarzmoor. Und probiere mal den Typen zu finden. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Nebenbei plündere ich. Hallo. Will ich mitnehmen? Danke. Diese ganzen Blümchen Kohle liegen hier. Frag mich, was ich mit denen machen muss. Wohnt da eine Hexe? Sieht gerade irgendwie mit so einem Kessel so ein bisschen danach aus. Ich weiß nicht, ob ich mich mit einer Hexe anlegen will. Na, gucken wir gleich mal. Hundertpro muss ich der Kohlelilien bringen. Das wette ich mit dir. Das ist überall Moos. Ja, so ist das nun mal. Blubbert hier überall.
nicht durch. Komme ich auch nicht durch, okay. Wird vorbei, ja. Ich muss da. Oh mein Gott, es ist eine. Ist eine Alligatorhexe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, zu ihr zu gehen. Das weiß ich halt wirklich nicht, weil. Das wirkt nicht so, als sollte man das tun, weil Alligator. Mampf, Mampf, ihr wisst schon. Alligator hat Hunger. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, ich glaube, wir müssen aber zu Frau Alligator oder Herr Alligator. Vielleicht ist es ja auch von Magier, wer weiß. Ja, gut. Ich hab ein bisschen Angst. Hallo, Mr. Alligator. Oder Frau? Hallo? Oh nein, nicht schon wieder. Ich schwöre auf meinen Schwanz. Was ist dieses Mal passiert? Hast du in ein Abflussrohr gefasst? Schlechte Pilze? Hast du ein Geräusch in den Bäumen gehört? Nein, ich hab nur nach... Denn ich sage dir, dass nur ungern alle Bäume machen Geräusche, ja? Das ist so ziemlich alles, was sie können. Und sie tun es ganz sicher nicht für dich. Die Störung tut mir leid, Ma'am. Ich suche nach einem Freund. Einem Freund? Hier? Die Happy Hour ist wohl auch nicht mehr das, was sie mal war, ne? Er ist ziemlich klein und ich glaube, er hat sich verlaufen. Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas passiert ist. Klein? Von wie klein sprechen wir hier? Weil kleine Dinge hier in der Gegend nicht viel Zeit haben. Abgesehen von Schalltieren. Ach, du je, nein. Es ist eine Ratte. Sein Name ist Wade. Oh, verflixt. Jemand, der kommt wirklich nach diesem Ding suchen. Du solltest mir Miete zahlen. Ja, ich weiß, wo Wade ist. Leider. Komm rein. Reinkommen? Ach, ich spiel jetzt bloß nicht den Helden. Du bist eh viel zu groß für meinen Kessel, ja? Okay. Ja, bitte. Und dann, genau in dem Moment, bevor der Reifen es getroffen hätte, zieht der Boss einen Stock hoch und schlägt das Seil aus dem Weg. Oh Junge! Und was ist dann passiert? Wir haben uns das Teil geschnappt und sind abgezischt. Wow! Und wie war das Ding? Oh, du meinst das schnuckelige kleine Artefakt, das meine Wendigkeit in weniger als einer Stunde rausgeschmuggelt hat? Nur der mit Abstand rostigste Katalysator, den du je gesehen hast. Wow! Gestunken hat er auch, ziemlich dolle. Wir glauben, dass eine Kakerlake darin gewohnt hat, bevor wir ihn gefunden haben. Wow! Twig, was habe ich dir über den Umgang mit den Kriminellen gesagt, hä? Krimineller wo? Jawohl, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Außerdem haben wir einen Gast. Einen sehr außergewöhnlichen, doch dazu. Ja? Wait, bist du Wade? Hallo. Ich meine, nein, bin ich nicht. Oh, doch, das ist er. Ein fauliger, nerviger Quälgeist, der seinen Schwanz nicht aus anderer Leute Angelegenheiten lassen kann, ja? Ich war schon dabei, ihm zum Einlegen vorzubereiten, wenn du es wirklich wissen willst, ja? Seine winzigen Knochen würden mich ganz wunderbar als Federkiele machen. Warst du gar nicht. Du hast gerade noch gesagt, dass du keine Ahnung hast, wie du ihn loswerden sollst. Ach, Ruhe, Kind! Wer will das wissen? Ich bin auf der Mission, dich wieder zurück zur Deponie zu bringen. Dein Boss ist Krankvorsorge. Du hast mit Mr. A gesprochen?
Nun, eher etwas beschäftigt. Ich, kann nicht glauben, dass er jemanden zu mir geschickt hat. Ja, er hat mir aufgetragen, dich zurückzuholen. Dann darf ich die Deponie verwenden, damit ich mehr Menschen ins Tal bringen kann. Er lässt Außenseiter nie seine Deponie benutzen. Du musst wirklich was Besonderes sein, Mister. Nun, werden wir mal nicht voreilig, Mister Besonders. So schnell wird diese Ratte hier nicht weggekommen, ja? Aber sie hat doch gerade gesagt, du willst ihn loswerden. Natürlich will ich das. Aber jetzt willst du ihn mitnehmen. Also bietet sich mir eine wertvolle Gelegenheit, ja? Könntest du mir ein Taschentuch bringen? Und mir sind die Kohlelinien für meinen Gurkensaft ausgegangen. Aber wir haben die ja vorher schon gesucht. Also ist das kein Problem, ne? Weil man kann sie nur im Schwarzmoor finden. Moos finden. Irgendwo. Nirgendwo sonst. Oder vielleicht hat das Spatzenhirn an der A24, welche mein Gebot herbringt, sie sowieso her. Okay. Lageraktualisierung, okay. Bring mir ein paar von ihnen und ich sehe mal, wie dein neu gefundener Freund aus seinem Gefängnis freikommt. Okay. Hier. Warum? Auf mal so reingezoomt. Hast du, wonach ich gebeten habe? Ein Dutzend Lilien, wie du gesagt hast. Zwei, ja. Sieht gut aus. Gut, das war hoffentlich deine Zeit wert, ja. Denn beim nächsten Mal nimmst du ihn in deinem Eimachglas mit, ja. Und du bezahlst das Doppelte. Danke, dass du uns geholfen hast, Mister. Miss Charlotte kann sich nicht mehr so nach den Lilien bücken wie früher. Ruhe, Kind! Die arme Miss Charlotte. Charlotte, die Halbschwanz-Alligatoren-Dame, macht aufhängend den Eindruck, dass sie anderen gut Angst einjagen konnte. Allerdings gelang ihr das nicht immer. Twiggy, ihr Kalkwappenkumpel, ist wohl der beste Beweis dafür. Durch seine bloße winzige Existenz wusste Hank, dass er nicht befürchten musste, dass Charlotte ihn wirklich in ihren großen brodelnden Kessel werfen würde. Zumindest hoffte er das. In Ordnung, Winzling. Ja, Ma'am? Verschwinde. Jawohl, Ma'am. Danke. Und ciao. Darf ich da mal... Naja. Ich gehe hier erstmal plündern, ne? Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Oh. Achso, das ist nur eine Lampe. Da auch. Ich will doch irgendwas mitnehmen. Als wenn ich hier nichts klauen kann. Wo geht ihr jetzt hin hier? Ja? Interessiert mich auch. Tap, 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 tap. Gut, dann erzählen wir Anton mal, was passiert ist. Dann haben wir vielleicht eine Quest geschafft, ne? Mr. Anton. Stuhl. Und du wirst nicht einen Fuß aus dieser stinkenden Müllhalde herausbekommen. Du wirst nicht einen Fuß aus dieser Müllhalde herauskommen. Jawohl, Ma'am. Für einen Monat. Jawohl, Ma'am. Die erste Regel der Abfallologie ist, dass die guten Sachen immer oben liegen. Also grab schön tief. Claire ist ganz offensichtlich die rechte Hand bei dieser Unternehmung. Ihre Fähigkeit dafür, die besten Sachen zu finden, wird nur noch von ihrer Loyalität gegenüber der alten Ratte übertroffen. Anton, der Boss, scheint ein echt harter Knochen zu sein. Aber das muss man in diesem Geschäft wohl auch sein. Wade würde in diesem Geschäft wohl eher die linke Hand sein. Geringerer Nutzen und muss ständig beaufsichtigt werden. Zumindest laut Anton.
Was für ein merkwürdiger Haufen. Ich sage immer, dass ich genug von ihm habe. Aber dann denke ich an die Vorteile, die es bringt, ein paar extra Pfoten zu haben. Zum Beispiel, um sie auf eine wilde Fuchsjagd zu schicken. Ja, ganz genau. Entschuldigung. Gern geschehen. Bild dir nicht zu viel darauf ein. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Doch ich schätze, dieser Handel hat auch eine andere Seite. Und wir halten immer unser Wort. Die größte Mülldeponie der Welt hat jetzt ihre Pforten für uns geöffnet. Merci. Gut, du willst schon wieder was von uns. Ist in Ordnung. Aber ich werde hier erstmal ein bisschen Müll sammeln gehen. Denn vielleicht haben wir dann ja gleich mal schon Porzellan und sowas befinden. Wäre auf jeden Fall praktisch. Und wir müssen mal wieder nach Timbuktu fahren. Um neue Gäste anzulocken. Weil solange wir das nicht tun, ist halt doof, ne? Hallo? Und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Was wir kriegen können. Und dann können wir gleich die Tankstelle vielleicht schon machen. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dafür brauchen wir ja nur noch hier die Stahlplatten, ne? Ich glaube, nur noch die fehlten uns. So. Gut. Gut. Bestätigen. Das modernste Wasserloch für Touristen auf der Durchreise. Ein zusätzliche Gastanfrage pro Tag in diesem Gebiet. Perfekt. Sieht erfrischend aus. Gib dem deiner neuen Glanz. Soweit sind wir ja noch nicht. Wir brauchen noch Porzellan. Glasscheiben haben wir. Porzellanteile fehlen uns noch. Okay. Für die Bushaltestelle brauchen wir noch dieses Ding. Vielleicht kann ich das ja jetzt machen. Jetzt muss ich mal gucken. Könnte gut sein. Herstellung. Pläne, ne? Herstellungs. Quest gegen Reisebericht, okay. Wie kam ich denn da nochmal drauf? Verdammte Kacke. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, das muss ich glaube ich nochmal ergoogeln. Wie ich Konstanz zu Filmtüren hinzufügen. Achso, nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Gerne, Spezial. Brennerei, was? Was zur Hölle? Wir machen erstmal ein Schlafzimmer, ja? Nein, ich will das. Achso, so. Alles entfernen, bitte. So, hinzufügen. So. Ach ja, wir haben kein Bett. Das ist vielleicht doof. Wir müssen vielleicht erstmal ein Bett herstellen. Ja, absolut, komm. Herstellung, ach nein, Herstellung, hier Bett. Bettdecke, komm, machen wir gleich zwei.
Vielleicht auch drei. Na, wir machen jetzt nur zwei. So, deine Raumplanung. So. Zack. Hallo. So. Und dann stellen wir das jetzt mal her. Und hier in dem Badezimmer. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Okay, wir machen erstmal kein Badezimmer. Wir brauchen kein Badezimmer. Badezimmer sind zu teuer. Ach ja, Inventar. Ich muss vielleicht noch was herstellen. Ich sollte vielleicht. Bekannte Anleitung. Rezeption brauchen wir ja noch dafür. So. Nein, nicht Raumplanung, sondern. Na, so, zack, zack, zack. Inventar, so. Genau, so drehte ich das nochmal. Okay, perfekt. Und für die Raumplanung würde ich jetzt mal gerade gucken. 3x3. 3x3, das ist heftig. Wir machen uns direkt noch ein Schlafzimmer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Gott. Zack. So, Details. So. Liebe Gäste, Schlafzimmer, wir haben noch keine Dingens. Oh, wir haben doch Gästeanfragen. Okay. Die wollen alle Hygiene. Hygiene haben wir noch nicht. Ja, das ist natürlich super. Gut. Da reise in das Gebiet, um es anzusehen. Quests, Spruchfalle Zutat, nachher hier Porzellan. Buche es für einen Gast. Ja, aber das bringt mir doch nichts, wenn ich das für einen Gast buche, weil die wollen doch alle mehr. Die wollen doch alles. Die wollen doch hier Wasser haben. Ja, ach, der will auch. Nehmen wir das. Zuweisen. Okay, der will aber auch mehr Deko haben. Das heißt, so oder so müssen wir noch Deko reinstellen. Warum bei einer Bank Schulden machen, wenn du es von deinem zukünftigen Ich leihen kannst? Drücke den grünen Knopf. Es ist ein Gast unterwegs. Erstaunlich. Ihnen steht die Überraschung ihres Lebens bevor. Das kannst du verstehen, wie du möchtest. Klar, wegen unseres Premium-Wüstenortes können wir eine gängige Ressource zu ihrem Vorteil und unserem Profit frei ausbeuten. Ich bin mir nicht sicher, wer hier wen ausbeutet. Ganz genau, Wasser. Gegenseitige Ausbeutung? Macht man das jetzt so? Aufgrund unserer sozials niemals endenden Suche nach den besten Kunden und bedauernswerter Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien kann dieser Standort Sanitäranlagen unterstützen. Diese sind daher von nun an eine Grunderwartung von Besuchern dieses Standorts. Kannst du erraten, was der nächste Schritt ist?
Du benutzt wirklich viele Wörter, um wenig zu sagen. Korrekt. Jetzt musst du Badezimmer für deine Gäste bauen. Dankeschön. Herstellungsanleitung bekommen. Gut geraten. Badezimmer. Badezimmer bieten eine neue Art von Punktzahl Hygiene. Badezimmer besitzen eine Wirkbreite, in dem die Punktzahl für Hygiene angewendet werden kann. Du kannst den Wirkbereich eines Badezimmers sehen, indem du in den Baumodus gehst und darauf klickst. Höherstufige Badezimmer verfügen über einen größeren Wirkbereich für ihre Punktzahl für Hygiene. Erhöhe die Stufe des Badezimmers, indem du höherstufige Badezimmerartikel platzierst. Verschiedene Gäste haben verschiedene Hygieneansprüche. Weise sie also entsprechend zu, wenn du die Anfragen annimmst. Ich kann nicht mehr reden. Perfekt. Ist richtig gut. Herstellen. Wir brauchen davon zwei. Davon zwei. Und davon zwei. Dankeschön. Dann wollen wir die Raumplanung beginnen. Badezimmer. Und danach sind wir übrigens arm. Okay. So, perfekt. Aber die Badezimmer sind für alle da. Das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Das heißt, ich werde hier noch ein normales Zimmer hinbauen und hier noch ein Badezimmer. So. Oh, perfekt. Gut, 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 gut. Das haben wir auch schon geklärt. Als würde man sich die eigene Einrichtung erbetteln. In Ordnung, jetzt haben wir Badezimmer. Fantastisch. Jetzt, da die Bedürfnisse deiner Gäste nach sofortiger Erleichterung gestillt sind, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die wichtigste Motivation beim Mieten eines Zimmers in diesem Motel widmen. Es sich bequem zu machen? Sich etwas Zeit für sich zu nehmen? Verdrängung. Das wäre meine nächste Antwort gewesen. Einblicke in die Motivation der Kunden gegenüber deinem Produkt ist ein wichtiges Detail des modernen Marketings. Du tuschest schon wieder. Warum sollte irgendjemand in diesem Drecksloch bleiben? Hey, ich habe eine Menge Arbeit in diesen Ort gesteckt. Ganz genau. Vor dem Weglaufen, vor dem man nicht weglaufen kann. Zwielichte Pfandhaus-Schuldeneintreiber? Vor sich selbst. Das ist ziemlich düster. Das bietet die perfekte Gelegenheit für eine unserer beliebtesten Einrichtungen. Eine Bar. Das ist noch schlimmer. Aber nicht nicht einfach irgendeine Bar. Ein geschmackvolles, kultiviertes Etablissement. Eine Brennerei. Toll, wie vornehm. Besondere Räume bieten einen zusätzlichen Anreiz für dein Resort. Sie bieten deinen Gästen spezielle Annehmlichkeiten und Unterhaltung. Einige Gäste wünschen sich besondere Räume, aber sie werden im Allgemeinen von allen Gästen geschätzt.
Besondere Räume können einen Warenschub für die Punktzahl für das Ansehen deines Resorts bieten. Die Brennerei ist ein besonderer Raum, der nur in bestimmten Bereichen gebaut werden kann. Sie ist großartig für diejenigen, die sich bei einem kleinen Umtrunk entspannen möchten. Dafür ist eine Bar, Sitzgelegenheiten und ein Dispenser nötig. Einige Gäste verlangen etwas extra nach einer Brennerei in ihrer Unterkunft. Okay. Jetzt haben wir schon eine Brennerei in der Unterkunft. Das ist natürlich auch genial. Aber dafür müssen wir erstmal Sachen herstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Brennerei. Das. So. Dann bauen wir uns eine Brennerei und... Oh mein fucking Gott. Wie teuer ist die? Oh ne, warte mal. So. Gott, ist die teuer. Frage ist, muss da hinter Platz sein? Ich mach das mal so, ne? Oh, warte mal, das ist vielleicht gar nicht so klug. Hier kommt man dann... Ah, doch, da kommt man noch vorbei. Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Kann ich die auch einfach anstellen? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ist zu teuer. Können wir vergessen. Ja, können wir vergessen. Wir haben noch nicht genügend Geld. Aber ich kann schon mal weitere Stühle vorbereiten. Da werde ich dann nämlich noch zwei machen. So. Und hier haben wir dann 9 Stück bietet das. Das ist natürlich jetzt praktisch. Gestern fragen. Dich können wir annehmen. Zuweisen. Perfekt. So, und dann gehen wir mal ein Nickerchen machen. Und ich würde sagen, mit dem neuen Tag beginnt die neue Folge. Also sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.